Herzlich willkommen und vielen Dank auch für die Einladung. Also vielleicht ein paar Worte kurz ab. Ich bin Pascal Frank, ein paar kennen mich auch, arbeite hier in der Fakultät für Nachhaltigkeit in der Gruppe SOKO 2, in der Arbeitsgruppe SOKO 2. Und da haben wir ein Forschungsprojekt, das nennt sich BINKA, Bildung für nachhaltigen Konsum für Achtsamkeitstraining, durch Achtsamkeitstraining, in welchem ich also vor allen Dingen arbeite. Und insofern beschäftige ich mich eben auch hier in meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter viel mit Achtsamkeitspraxen, kontemplativen Praxen und dergleichen. Und ja, freue mich in der Hinsicht auch ganz besonders eigentlich hier und heute in diesem Rahmen eigentlich sprechen zu dürfen, weil es mir auch so das erste Mal die Gelegenheit gibt, meinen auch sehr persönlichen Zugang eigentlich zu der Thematik darzustellen. Nämlich gewissermaßen die Bedeutung kontemplativer Praxen aus meiner Sicht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und meine Grundannahme ist eigentlich die, dass das Leben im 21. Jahrhundert zumindest für den westlichen Bürger eigentlich mit ganz spezifischen Herausforderungen einhergeht. Und eine wesentliche davon ist in meinen Augen, dass sich so die Leitbilder des vergangenen Jahrhunderts, wie zum Beispiel Wachstum, Wohlstand, Selbstbestimmung und Entwicklung, eigentlich so vor dem Hintergrund globaler oder wachsender globaler ökonomischer, ökologischer und auch sozialer Schwierigkeiten und Krisen eigentlich immer mehr ins Wanken geraten und dadurch auch, wie ich denke, so die Lebensführung, die individuellen Lebensführungen und Lebensstile des Westens immer mehr zum Teil auch radikal eigentlich in Frage gestellt werden. Und das bedeutet für den Einzelnen oder die Einzelne, dass häufig eigentlich, dass die Person mit so einem Gefühl oder häufig mit Gefühlen von Desillusionierung oder auch moralischen Schuldgefühlen oder auch Orientierungslosigkeit eigentlich zurückbleiben. Und die westlichen Institutionen bieten in meinen Augen eigentlich wenig Lösungsansätze für diese Probleme, weshalb also die meisten Menschen auf Verdrängungs- oder auch Betäubungsstrategien zurückgreifen. Gutes Beispiel dafür ist sicherlich Konsum. Oder aber auch sich in irgendeiner Weise dem Status quo feindlich gegenüberstehenden Ideologien anschließen. Viele Leute scheinen also auch in kontemplativen Praxen, also in fernöstlichen Praxen, Yoga, Meditation, Achtsamkeitstraining und dergleichen, in irgendeiner Weise Antworten oder Lösungen für diese Probleme zu finden. Und sie erhoffen sich dadurch, glaube ich, zu vielen Teilen Dinge wie, naja, persönliches Wohlergehen, Gesundheit, vielleicht mehr Entspannung. Also kurz gesagt, irgendwelche Wege zu größerer persönlicher Zufriedenheit. Und das mag also auch durchaus in vielen Fällen funktionieren. Allerdings sehe ich die wirkliche Bedeutung der also kontemplativer Praxen für das heutige Leben darin nicht. Also ich denke im Gegenteil, dass kontemplative Praxen zum Zwecke größerer persönlicher Zufriedenheit eigentlich Gefahr laufen, nur eine andere Variante von Verdrängung und Betäubung zu werden. Also worin sehe ich dann die Bedeutung? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass sich die Bedeutung kontemplativer Praxen für die Herausforderung des 21. Jahrhunderts eigentlich nur dann verstehen lässt, wenn wir auch deren epistemische Bedeutung erkennen. Also mit anderen Worten, wir müssen uns fragen, welche Erkenntniszugänge ergeben sich mittels dieser Praxen eigentlich für uns? Und die wohl fundamentalste Beobachtung dabei ist, und ich glaube, das ist etwas, was die fernöstlichen Lehren zumindest mit einigen auch westlichen Erkenntnistheorien teilen, dass alle Erkenntnis ihren Ursprung im subjektiven Erleben hat. Also, wenn wir kontemplative Praxen verfolgen, versuchen wir über die bewusste Betrachtung eigentlich unseres Erlebens und des subjektiven Erlebens Einsichten da rein zu gelangen, was es mit diesem Leben auf sich hat, welches wir gewissermaßen ja unwissend hineingeworfen werden. Ja? Und das ist sozusagen der Erkenntniszugang kontemplativer Praxen, genau das subjektive Erleben als Ausgangspunkt dessen zu nehmen. Und das Besondere an diesem Zugang ist, dass
er uns gewissermaßen immer wieder nur auf das subjektive Erleben auch zurückwirft. Also das Leben offenbart sich tatsächlich nur im subjektiven Erleben. Und es gibt also auch keine objektiven oder endgültigen Antworten, keine äußeren Gewissheiten oder Sicherheiten, unabhängig von diesem subjektiven Erleben. Also das subjektive Erleben, könnte man auch sagen, ist gewissermaßen unhintergehbar. Und wir finden uns bestenfalls auf der Suche nach objektivem Sinn oder nach Struktur oder Orientierung, erkennen allerdings darin immer wieder nur unsere eigenen Bedürfnisse und Bestrebungen, unsere Existenz, deren äußere Erfüllung aber sozusagen notwendigerweise ausbleiben muss. Und auch kontemplative Praxen, das halte ich also für ganz wichtig, lösen oder erfüllen diese Bedürfnisse nicht, sondern bringen gewissermaßen deren Nichterfüllbarkeit eigentlich überhaupt erst ganz klar in unser Bewusstsein. Ja? Der subjektive Zugang zeigt uns immer nur sozusagen das Bestreben danach, dass wir nach diesen Äußerlichkeiten und nach diesen äußeren Orientierungen suchen und zeigt uns gewissermaßen gleichzeitig auch, dass das ein sozusagen unauflösbares Problem ist. Und deshalb sind kontemplative Praxen in meinen Augen auch einfach nur eine konsequente Weiterführung von Desillusionierung und Orientierungslosigkeit in diesem Sinne. Weshalb ich auch sagen würde, dass deren Bedeutung in erster Linie eine sinnnehmende ist, weil sie uns sozusagen in einer Radikalität und Schonungslosigkeit mit den Bedingungen unserer Existenz konfrontiert. Und sozusagen erst in der Konfrontation mit diesen Bedingungen offenbart sich dann auch durchaus ein sinngebender oder eine sinngebende Bedeutung, weil ja in der bewussten Betrachtung meines subjektiven Erlebens auch eine zutiefst lebensbejahende Einstellung zu diesem subjektiven Erleben steht. Also wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und meditiere, dann betrachte ich die Dinge oder ich versuche, die Dinge so zu betrachten, wie sie sind, ohne sie vorschnell zu bewerten oder irgendetwas beseitigen zu wollen. Und ich betrachte in diesem Sinne das Leben ziemlich schonungslos, lasse alles zu, also lasse alles zu, was kommt natürlich, und stelle also auch keine voreiligen Erwartungen. Ja? Und das bedeutet ja wiederum nichts anderes, als dass ich aufhöre in diesem Moment, mich von Ängsten und Anhaftungen permanent leiten zu lassen und sozusagen von Illusionen abhängig zu sein, um in irgendeiner Weise in das Leben zu vertrauen oder mich in diesem Leben zu bewegen. Und wenn ich diese Abhängigkeit von äußerem Sinn und Orientierung auflöse, mache ich mich gewissermaßen auch frei für eine selbstbestimmte Positionierung zum Leben, in welchem dann auch der Sinn meiner Existenz nicht mehr von außen vorgegeben, sondern von mir aus freien Stücken gewählt werden kann. Ich kann mich gewissermaßen selbst dafür entscheiden, dann, ob ich in das Leben vertraue, und werde ein Stück weit selbst zum Schöpfer meiner Lebensorientierung, ohne mir dabei neue Illusionen konstruieren zu müssen oder auch vergeblich die Erfüllung von nicht erfüllbaren Bedürfnissen hinterherzulaufen. Mein Leben und mein Handeln gewinnen ganz einfach Sinn, Kraft dessen, dass ich aus voller Überzeugung und Hingabe an diesen Sinn, den ich mir selbst gesetzt habe, glaube und den verfolge. Und dieser Sinn eben auch kein Produkt mehr meiner eigenen Ängste oder Bedürfnisse ist, sondern eben ein frei gewählter Lebensbezug. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Ängste oder Herausforderungen mehr erlebe, aber es bedeutet, dass ich in der Lage bin, eine Grundhaltung oder eine Haltung diesem Erleben gegenüber zu entwickeln, oder ich eine Haltung kultiviere, die es mir dann auch ermöglicht, zunächst mal diese Empfindungen immer wieder zuzulassen und auch Wege zu finden, mit diesen umzugehen. Genau. In diesem Sinne ist in meinen Augen die Bedeutung kontemplativer Praxen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts eine doppelte. Nämlich erstens und in erster Linie, würde ich sagen, ist sie sinnnehmend, weil diese Praxen uns gewissermaßen mit den Empfindungen oder ich würde sagen die Empfindungen von Desillusionierung und Orientierungslosigkeit ein Stück weit katalysieren.
Und zum anderen ist sie sinngebend, weil gewissermaßen eine solche radikale Desillusionierung, die uns diese Praxen ermöglichen, den Raum überhaupt erstmal schafft für eine frei gewählte und oder für einen frei gewählten und bedingungslos lebensbejahenden Bezug zur Existenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.